So, willkommen zu Folge 2. Wir sind am Erzberg angekommen. Travel Buddy ist auch dabei. Es hat wunderschönes Wetter, es hat ungefähr 5 Grad draußen und es regnet wie die Sau. Wir bauen jetzt erstmal alles auf. Ich bin jetzt hier mit Basti im Auto. Juhu! Unser Donnerstag ist eigentlich schon wieder vorbei, weil es hat geschifft wie die Sau. Wir haben einfach nur kurz das Zelt hingestellt und wir fahren jetzt ins Hotel, weil ja, es ist schon relativ spät, es ist schon 8. Wir hatten eine sehr lange Anreise mit viel Stau. Und die guten Nachrichten sind, es wird nicht stauben dieses Jahr. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, wir sehen uns morgen früh. So, wir sind angekommen. Fotobomb, Anmeldung, Step 1 von meinem Tag. Meine Plastikteile sind gestern gekommen, das heißt, ich kann mich jetzt dann ans Dekor kleben machen. Da gab es nämlich leider Lieferschwierigkeiten von DHL. Zum Glück hat 24MX das dann noch ein bisschen geregelt und die Sachen sind noch rechtzeitig gekommen. Das heißt, wir bauen jetzt hier auf. Der Basti filmt das Ganze auch. Also es wird auch dokumentiert, sage ich mal. Und dann geht es ans Motorrad bekleben. Ich bin mega, mega, mega gespannt aufs Dekor. Es war eine Heidenarbeit und ich freue mich schon, es euch zu zeigen. Bin mal gespannt, wie ihr es findet, das Dekor. Ich finde es cool. Ich habe es selber noch nicht beklebt gesehen. Ich habe es nur am Computer gesehen und kann mir so ungefähr vorstellen, wie es aussieht. Aber ja, bin mal echt gespannt. Plastiksatz ist drauf, ist beklebt. Ich stehe jetzt hier auch schon von meinem Motorrad. Und ihr seht es in 3, 2, 1. Hallo. Ja, auf jeden Fall mega krass. Danke nochmal an Two Stroke Revolution für die Hilfe mit dem Design, an Backyard Design für das Drucken und auch Hilfe mit dem Design. Und ja, alle Beteiligten an 24MX, die die Plastiks noch rechtzeitig herbekommen haben. Wie man sieht, ich habe schwarz und weiß, also wir haben quasi 2 Plastiksatz bestellt. Hier sieht man die noch auf dem Boden. War nicht alles einfach, noch alles rechtzeitig hinzubekommen. Wir haben es aber geschafft. Im Ende geht immer alles gut, meistens zumindest. Und ja, ich bin mega, mega, mega begeistert, wie das Motorrad aussieht. Das ist echt der Hammer. Ich habe es ja quasi designt selber, aber ja, also in echt sieht es dann immer noch mal anders aus. Man weiß nie so genau, ob dann die gedachte Linie so am Motorrad gut aussieht, aber ja, wie gesagt, ich bin einfach nur geflasht, wie das Motorrad aussieht. Ist, glaube ich, mit Abstand das geilste Dekor und Design, was ich jemals hatte. Das erste, was ich selber quasi gemacht habe oder mitgewirkt habe. Ja, bin einfach nur mega happy und freue mich, mit dem schwarz-weißen Beast morgen den Prolog zu fahren. Wir haben jetzt dann noch 1-2 Sachen zu erledigen. Ich schaue mal, zu was ich euch mitnehmen kann. Ja, wir sind jetzt hier im Kameraauto von den Red Bull TV Jungs. Die haben so alte Schrottautos eigentlich, um hier im Steinbruch rumzufahren. So die Türgriffe von außen sind einfach nur Kabelbinde und ziemlich abenteuerliche Geschichte. Wir fahren jetzt irgendwo hin, machen ein Interview. Wie man sehen kann, schöne Aussicht. Die Jungs schauen jetzt gerade nach einem Spot, wo man am besten ein Interview machen kann. Hier hinter uns steht noch ein riesen Bagger, da geht es einen Berg hoch. Ja, ich bin jetzt echt zum 5. Mal hier, aber es ist immer noch Wahnsinn, wie groß alles ist und einfach der Eindruck, ey. Leute, guckt euch mal um. Wenn ihr noch niemals hier wart, ihr müsst hierher kommen. Das ist echt ein Erlebnis wert, das ist echt Wahnsinn. Wir sind hier am Husqvarna Bicycles E-Bike Stand. Heute ist ja quasi Donnerstag, morgen ist schon der erste Prologtag. Wir leihen uns jetzt gerade unsere Husqvarna Bikes aus und fahren den Prolog einmal ab. Ist ziemlich cool mit dem E-Bike, weil man halt dann einfach nicht ganz tot ist, nachdem man den Prolog abgestrampelt hat. Das sind schon 800 Höhenmeter, deswegen ja, freue ich mich. Die ganzen Jungs sind hier hinter mir fleißig am Quatschen und Bikes sind auch ready. Gerade beim Prolog abfahren mit dem Husqvarna E-Bike. Ich bin ein bisschen außer Fuß hier, geht ganz schnell den Berg hoch. Ich habe das Fahrrad auch nur auf Eco-Modus, damit ich noch ein kleines bisschen ein Workout habe und ein bisschen meine Beine bewege. Die Sonne kommt gerade wunderschön raus. Hier hinten sieht man den Dennis vielleicht im Hintergrund fahren. Der ist mit mir auch unterwegs. Ja, wir schauen eigentlich nur den Prolog an. Hier ist jetzt gerade ein bisschen langweilig. Hier geht's, wie man sehen kann, nur so breite Wege hoch. Das machen wir eigentlich nur, damit morgen früh ist ja der Prolog.
Alles kann man sich eh nicht merken, aber einfach nur, damit wir so eine grobe Idee bekommen, wo es lang geht. Und ja, kleines Workout, die Gegend genießen, Dennis ist auch fit. Und ja, weiter geht's. So, hier ist so ein kleines Geheimnis vom Erzberg, eins von vielen. Wie man hier auf dem Reifen sehen kann, wir stehen hier an einer Kurve und da hat sich irgendjemand Rallye-Markierungen draufgesprüht. Ich weiß nicht wer, aber so viele Rallye-Fahrer gibt es ja nicht, die hier mitfahren. Und wenn man halt genau weiß, was das bedeutet, dann weiß man halt quasi genau, was hier für eine Kurve kommt. Hier im Hintergrund sieht man jetzt den berüchtigten Checkpoint Dynamite. Hier rum kommt man dann raus, also hier kommt man aus dem Wald raus, fährt hier hoch, muss dann da drüben einmal um diesen Felsen rum, fährt hier quasi wieder runter und dann muss man hier hoch, wo ich dann stehe. Hier drüben ist der Red Bull Bogen schon aufgebaut, der wird dann hier später aufgeblasen und quasi genau wo ich hier stehe, fährt man dann durch. Ich bin jetzt ganz oben angekommen, beziehungsweise nicht ganz, weil hinter mir eine Terrasse höher ist das Prologziel. Ich fahre jetzt aber nicht weiter hoch, wie man hinter mir sehen kann. Die Sonne ist am Untergehen und ja, reicht mir einfach. Ich kenne von hier den Weg hoch. Zum Prolog lässt sich sagen, als Fazit zu den letzten Jahren ist es relativ ähnlich. Es ist ein Hang weniger drin. Den haben sie rausgemacht, da fährt man jetzt quasi drumherum. Der große Vorteil dieses Jahr ist, dass es eben geregnet hat. Das heißt, es wird keine Staubentwicklung geben. Die Terrassen und alles, würde ich sagen, sind auch ein bisschen griffiger als sonst. Also der Boden ist alles ein bisschen besser und nicht ganz so gefährlich. Dafür hat es halt das ein oder andere Wasserloch. Gesamtfazit, typischer Erzberg-Prolog, so wie jedes Jahr. Wie man hören kann, sind hier auch Leute wieder kräftig am Trainieren. Es ist natürlich erst Donnerstag, da ist es natürlich ganz üblich, dass man die Strecke trainiert. Und ja, so viel von meiner Seite. Das war's von einem Programm für heute. Wir werden noch was essen und ja, ein paar Videos bearbeiten. Und morgen früh geht's dann los mit meinem ersten Prolog-Run. Schönen guten Morgen. Wir haben Freitag, Tag 1 vom Prolog. Wir sind auf dem Weg dahin und sehen uns dann. Die Hölle los. Es ist gerade dieses Sturm auf Eisenerz-Event, wo die ganzen Leute in Verkleidung quasi die Stadt erobern. Da vorne hinter mir sind zwei Dinosaurier. Der absolute Wahnsinn, was die Leute hier jedes Jahr auffahren. Die Stimmung ist krass und ist einfach mega. Ich kam heute leider nicht so viel zum Filmen. Ihr habt mein Prolog-Video on board auf YouTube als Extra-Video. Und ich hoffe mal, euch hat es gefallen. Ihr hattet einen ganz guten Run. Die Zeiten erfahre ich später. Wir waren heute wieder extrem viel mit der 24er Big Social Show beschäftigt. Ich hoffe mal, die hat euch gefallen. Das Video hier kriegt ihr quasi Samstagabend zu sehen, also zum Ende der dritten Episode der 24er Big Social Show. Ja, wie gesagt, heute war Freitag. Wir sind vorhin noch Quad gefahren und so weiter. Das seht ihr aber alles in der 24er Big Show.
mehr bleibt mir heute nicht zu sagen. Es war wieder ein cooler Tag. Ich freue mich schon auf morgen. Nochmal Prolog. Dann muss ich noch ein paar Sachen an meinem Bike ändern, eben für den Sonntag. Dann nehme ich euch natürlich mit. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Wobei, ihr schaut ja alles in einem. Dann wünscht einfach mir einen schönen Abend. Und ich melde mich morgen wieder zurück. Herzlich willkommen zu Samstagmorgen am Erzberg. Wie ihr sehen könnt, im Hintergrund sieht man noch den Nebel an den Bergen. Es hat wieder extrem geregnet, also ist wieder alles unter Wasser. Es ist extrem früh gerade noch, wir haben gerade 7 Uhr. Ich bin jetzt gerade hier am Paddock angekommen. Selbes Programm eigentlich wie gestern. Heute machen wir das ein bisschen mehr im Schnelldurchlauf und fokussieren uns ein bisschen mehr auf den Rest, der so am Tag passiert. Aber jetzt als allererstes ziehe ich mich um und fahre einmal nochmal den Prolog. Hoffe mal, dass ich meine Zeit von gestern noch toppen kann. Und falls nicht, dass es trotzdem für die erste Reihe reicht. Gestern war ich 31. übrigens. Die Ergebnisse haben extrem lange gebraucht, um hochgeladen zu werden. Da hatten die irgendwelche technischen Schwierigkeiten. Aber Platz 31 war auf jeden Fall gut. Damit bin ich happy. Ich habe so ungefähr 7 Sekunden nach hinten bis Platz 50. Also alles im grünen Bereich. Wir sind jetzt hier am Heli-Stand. Der Heli ist noch nicht da. Der landet aber jetzt an jedem Moment. Und dann schauen wir uns die ganze Nummer hier mal von oben an. Hier im Helikopter, wir sind gerade abgehoben. Ich bin jetzt gerade hier am 24MX-Stand, wie man sehen kann, extrem viel los hinter mir. Hier sind die Kollegen von 24MX, der Basti ist auch gerade am Filmen. Ich filme hierzu jetzt nichts extra, wir haben ganz viel in der 24MX Social Show. Schaut doch da einfach rein, da findet ihr die volle Episode. Ja Leute, wieder ein mega, mega, mega stressiger und verrückter und durcheinander Tag. Ich habe eben mit den Red Bull Jungs hier ein bisschen gefilmt an meinem Motorrad, wie ich schraube. Quasi meine Vorbereitung. Ich zeige euch trotzdem nochmal, was ich gemacht habe. Ja, ich habe vorhin beim Hinterradwechseln auch gleich die Übersetzung getauscht. Dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass meine Achse am Arsch ist. Und zwar ist mir das selbst noch nie passiert. Wie man sehen kann, hier die Achse, hier oben drauf. Das Ding ist einfach nur drauf gepresst und es hat sich gedreht. Und quasi, wenn ich die Achse anziehen würde, würde da Spannung drauf kommen. Dann könnte es sein, dass es einfach abfällt und dann verliere ich quasi einfach mein Hinterrad. Was nicht so vorteilhaft ist, wenn man Rennen fahren will. Deswegen muss ich mich jetzt eben neben dem letzten Dreh für die 24MX Social Show noch darum kümmern, eine neue Achse zu organisieren, was mir gelungen ist. Neue Achse liegt, einen Moment, ich laufe immer so rum bei der Kamera. Neue Achse ist hier, baue ich jetzt ein das Ganze. Da muss ich noch die Übersetzung tauschen vorne, also das kleine Ritzel vorne. Reifen habe ich schon getauscht, da habe ich meinen weichen Reifen drauf gemacht mit einem weicheren Mousse. Und ja, dann sind wir eigentlich schon fertig. Das Motorrad habe ich einmal gecheckt. Motorrad ist fertig, wie man sehen kann im Hintergrund. Ich habe hier die Übersetzung habe ich noch geschafft zu tauschen. Die neue Hinterachse ist auch drin. Also wir sind komplett ready für morgen. Das Motorrad ist zwar nicht penibelst sauber, aber es ging jetzt halt leider nicht anders. Ich hatte etwas Stress. Ich muss jetzt auch gleich wieder runter. Heute Abend große 24MX Enduro Cross Finale kommentieren. Hier ist übrigens das E-Trail Motorrad, was ich mal in meiner Story gepostet habe. Ist auch extrem cool. Das ist jetzt soweit alles fertig für morgen. Ich lade jetzt noch kurz mein Auto, weil ich muss heute Abend selber mit meinem Auto zum Hotel fahren, weil der Basti eben morgen bei Servus TV ist, als TV-Experte. Und ja, das war's von meinem Tag für euch. Wie gesagt, ich bin heute Abend nochmal beim 24MX Enduro Cross. Das kriegt ihr morgen früh live. Das Video, was ich gerade jetzt filme, geht heute Abend online. Ich weiß noch nicht wann. Wie gesagt, wir haben jetzt schon 19 Uhr und ich muss noch jetzt gleich kommentieren und alles schneiden. Also es könnte vielleicht ein bisschen später werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war die Erzberg-Rodeo-Serie 2019. Das war jetzt das dritte von 3 Videos. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Das Feedback war super gut. Und ja, ich hoffe, dass ich das bei Rennen in der Zukunft mal wieder machen kann. Bestimmt nächstes Jahr beim Erzberg wieder. Ihr werdet am Sonntag noch mein, oder ich weiß nicht, ob es direkt am Sonntag noch funktioniert, aber quasi vom Red Bull Hair Scramble selber auf jeden Fall noch das ganze Onboard-Material sehen.
Und ich werde vielleicht nächste Woche, wenn ich wieder zu Hause bin, nochmal so ein Feedback-Video machen oder so ein Fazit-Video zum ganzen Event, zu allem. Falls euch das interessiert, dann lasst es mich doch wissen. Ich hatte auf jeden Fall vor, es zu machen. Falls ihr da überhaupt keinen Bock habt, schreibt es auch, dann spare ich mir ein bisschen Arbeit. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut morgen bei Red Bull TV ab 14 Uhr den Stream an. Bei Servus TV fängt es ab 15 Uhr an. Da ist auch der Basti mit dabei als Kommentator. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Abend und viel Spaß morgen beim Rennen.